Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Halt, be bevor wir irgendwas tun, bevor wir irgendwas tun, ist es ja jetzt soweit. Season Set Early Spring. Es tut sich gar nichts, weil der Schnee sollte jetzt eigentlich schmelzen. Zumindest ist das meine Theorie. Aber ich sehe hier überhaupt nichts schmelzen. Wir schauen mal eben runter, weil da werden wir es am ehesten sehen. Doch, da schmilzt. Ah, ui, da schmilzt ganz viel. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich noch schnell ein bisschen Schnee einsammeln soll. Also gerade hier wäre es ja eigentlich. Der muss ja eh weg. Der muss ja eh weg. Also ich mache ja. Warum der weg muss? Ich bin mir ehrlich gesagt schon wieder gar nicht so sicher, ob der wirklich weg muss, weil der ja eigentlich von alleine schmelzen sollte, theoretisch. Aber ich werde ja im Sommer, wenn es richtig heiß ist, Schnee brauchen. Hab ich mir soweit gedacht. Har. Ja, du bist wirklich, ne? Du wolltest eigentlich früher mal Pirat werden, aber irgendwie hat das nie funktioniert. Tja, da stimmt er mir zu. Ich weiß, wovon ich rede. So, wisst ihr was? Eigentlich habe ich genug Schnee. Ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt gerade drauf verstreife. Warum ich mich drauf verstreife, den Schnee mitzunehmen. Er sollte jetzt ja. Ja. Ich dachte, das wäre total cool, wenn ich jetzt noch Schnee mitnehme, aber eigentlich ist das Schwachsinn. Hier müsste ja eigentlich auch eine ganze Menge drin. Da ist eine ganze Menge Schnee drin. Und hier habe ich ja ein bisschen nachgefüllt. Ich habe nämlich am Donnerstag, als ich gestreamt habe, das kann ich euch auch gleich mal zeigen, damit ihr wisst, worüber wir reden. Ah, da schaut, wie der ganze Schnee schmilzt. Ich habe ein Fischerhütchen, eine Fischerhütte, weil es ist kein Hütchen, es ist eine Fischerhütte, gebastelt, damit ich hier angeln kann und habe nicht die Solar Apocalypse gespielt, weil ich einfach mega Lust hatte, hier das zu machen. Dann habe ich das aber so gemacht. Und da habe ich diese Kisten hier geangelt. Und da waren Algen und Seegras drin und irgendwelche Filetmesser. Ich habe aber nicht alle geöffnet, weil ich dachte, das ist viel schöner, wenn ihr jetzt auch was habt davon. Und jetzt öffnen wir die hier. Und hier ist eine Nachricht in einer Flasche. Und die öffnen wir als allererstes. Zack. I joined a tribe of cannibals to meet new people. Und statt dem Meat von Treffen ist das Meat von Fleisch geschrieben worden. Schön. Ja, dann schauen wir hier mal rein. Ah, nochmal was. Ohne Angel? Neptunium Fishing Rod. Ohne Zauber. Da müssen wir halt einen Zauber draufklatschen dann. Dann schauen wir hier noch rein. Eine Shovel. Aha. Und eine Ho, 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 ho. Also ich weiß nicht, was ich hiermit tun kann. Fisch filetieren. Na, das ist jetzt aber überraschend gekommen. Was bist du? Heilbutt. Aha. Ich meine, es wird überall nur Fisch. Okay. Okay, ich meine. Können wir mit kochen jetzt? Ich glaube, die eine Kiste lasse ich, weil ich ja irgendwo die Sachen reinpacken muss. Dann packe ich die mal hier so lange rein. Dann würde ich die hier abbauen. So. Hier war ich ja überall drin. Da war jetzt nichts mehr, oder? Ja, genau. Dann bauen wir das alles ab. So. Und dann bauen wir alles hier. Wir bauen. Wir packen alles hier in diese Kiste rein. So. Und dann können wir hier noch eine Nachricht öffnen. If you get this, this is you from the future. Do not eat the pork chop. Das wäre. Die Flaschen sind genial. Ich bin mir sicher, die können wir editieren. Passt mal auf. Passt mal auf. Wenn ihr die editiert haben wollt, dann könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, welchen Text ihr drin haben wollt. Und dann schaue ich, dass ich das so tue. Dann packe ich eure Sachen da rein. Ich bin mir ganz sicher, dass man das editieren kann. Und ich, solche Sachen mag ich wahnsinnig gern, wenn man das mit einer Community teilt. Also solltet ihr
Solltet ihr euch verewigen wollen in meinem Let's Play, jetzt habt ihr die Chance dazu. Ich habe hier umdekoriert, wie man sieht. Und ich habe hier einen Keller ausgehoben. Ich bin dabei, einen Keller auszuheben und habe gerade gesehen, da sind noch die Partikel an. Die mache ich jetzt mal eben aus. So, und da zeige ich euch das. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich den Raum für Ars Nouveau hier reinmache. Je nachdem, wie viel das wird, weil es ja doch einige Gerätschaften gibt, muss ich doch eventuell noch oben weitermachen. Ich habe die Sachen aus der Graveyard Mod erstmal oben hin, aber die stören bisher ja nicht. Die stehen hier ja gut. Dann habe ich hier die große Terry tja, Wortfindungsschwierigkeiten. Wie soll ich sagen? Umquartiert, genau, umquartiert habe ich sie. Die ist jetzt nicht mehr hier, die war hier auf der Ebene. Die hat mir auch ein paar Mal richtig schön über die Rübe gezogen. Die ist jetzt da oben drin. Und die ist jetzt da oben drin, wo sie auch tatsächlich bleiben kann. Denn, also, sagen wir, das wird hier noch Ars Nouveau. Dann habe ich hier noch ein, zwei Stockwerke, wo ich irgendwas machen kann. Und eigentlich hatte ich dann überlegt, Sekunde, dass ich die Graveyard Mod vielleicht hier unten reinmache. Püpp. Was im Mund gab? Püff. Der Nachtisch vom Essen, oder wie? Und dann habe ich gedacht, hier noch ein Raum drunter mit Lager für die oder mit Deko von der Graveyard Mod. Da wäre dann ein Zugang in die Richtung nicht zum Essenz, zu den Feldern, halt zu meinem Farmkeller. Und darunter könnte ich dann schon Katakomben und Mausoleum und was weiß ich nicht alles machen. Denn ich wollte ja einen Friedhof machen, ja. Die Sache ist nur, dass ich möchte einen großen Friedhof haben. Und es macht einfach keinen Sinn, bei einer Stadt, die halt nur so groß ist, einen Friedhof zu machen, der mindestens genauso groß ist. Das ist einfach Quatsch. Und deshalb machen wir das nicht. Friere ich hier draußen eigentlich nicht mehr? Ich glaube, ich friere jetzt nicht mehr. Doch, ich friere noch. Und ich dachte schon, das Elend hätte endlich ein Ende. Aber ich friere, glaube ich, langsamer, kann das sein? Ach, das ist doch. Ich habe mich schon so auf den Frühling gefreut und jetzt friere ich nach wie vor. Hast du mir den Fisch besorgt? Kann ich dich damit füttern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dich damit füttern. Ich kann dich nicht damit füttern. Wo sind eigentlich deine Kollegas? Wo kommt das denn her? Kann man das zufällig einfach im Wasser finden oder wie? Ja, dann schauen wir da auch gleich mal rein. So much room for activities. Ja, sehe ich ganz genauso. Seh ich ganz genauso. Was wollte ich jetzt machen? Ah ja, ich kann das eben in meine Fischerhütte bringen. Nur damit ich was zu tun habe und hin und her fliegen muss. Jetzt sieht es hier wieder aus wie ein Flickenteppich. Was willst du? Ich habe hier jetzt auch meine Angel und meinen Rucksack. Das ist ein extra Rucksack, aber ich habe jetzt richtig aussortiert, wie ihr seht. Was ist das denn? Dich will ich hier nicht haben. Na, ich habe so richtig schön wieder Platz gemacht. Ich habe die ganzen Artefakte hier mit reingepackt. Dann habe ich die Bücher bei mir zu Hause gelassen. Das ist eine Köderbox. Ich weiß aber noch nicht. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit mache. Oh, hey, hier unten ist es nicht mehr kalt. Also es ist nur noch kalt, weil da oben auf dem Berg ist. Hier unten ist es nicht mehr kalt. Naja, dann kann ich hier zum Beispiel schon mal in aller Ruhe dann immer angeln, ohne zu frieren. Ich habe da zwar auch einen Ofen drin, ich würde eh nicht frieren, aber. Dann habe ich hier die Köpfe drin. Und dann habe ich hier was geangelt. Und ich habe endlich den Vampiric Glove gefunden. Zufällig in einer Nichtaufnahme, wo ich in Höhlen Erze gesammelt habe. Den kann ich jetzt halt hier nirgendwo reinmachen, weil schon alles voll ist. Das macht aber nichts. Wir packen den hier rein. So. Jetzt fehlen mir wirklich nur noch die Beefs, die Steaks. Aber was soll ich sagen? Ich werde halt nochmal ganz viele Kühe züchten müssen und dann muss ich da nochmal schauen, ob sich was tut. Ich meine, ich habe schon so viele Kühe getötet, dass da noch nicht zufällig eins dabei war. Naja. Und die machen wir jetzt auf. Die kann man leider nicht hinstellen. Ich hätte die wahnsinnig gern hingestellt. Ein Gold. Wow. Wow. Ein Gold. Wow. Das hat sich ja gelohnt.
Und dann habe ich hier etwas, das schauen wir uns gleich mal an. Ich habe das Name Tag Apprentice genannt, also Lehrling. Denn dieses Ding, was da drin ist, ich weiß nicht mal, ob es freundlich oder feindlich ist. Ich weiß nicht, ob es hier ausbrechen kann. Tatsächlich, dass man ausbrechen könnte, eventuell ein Problem werden. Mal sehen. Ich glaube, es könnte hier hoch. Oder? Hier hoch, dann hier runter, hier rüber. Aber da kommt es nicht rum. Kommt es hier hoch? Hier könnte es hoch. Hier. Ja, also hier könnte es hoch. Ich glaube, ich muss hier irgendwo zumachen. Ich glaube, am besten ist, wenn ich hier zumache. Da sollte es. Ja. Da sollte es dann eigentlich. Wir machen das jetzt sehr unelegant. Wir machen das jetzt sehr, sehr unelegant und machen hier zu. Mein Globus? Mein Snowman? Mein Globus? Skelette heißen Croissants, Schneemänner heißen Globus, mein Globus, apropos Globus. Ich weiß, ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Ich glaube, ich muss noch eine Mod installieren. Wenn es die für Forge gibt, denn in Fabric in meiner Solar Apocalypse habe ich das und da gibt es einen Globus und das würde hier halt, so ein antiker Globus würde hier halt super gut hinpassen. Den könnte ich hier draufstellen, der würde super gut hinpassen. Ach ja, was ich hier gemacht habe, ich habe nichts gemacht, was ihr noch nicht gesehen hättet. Das sind alles Sachen, die ihr schon kennt. Also Einrichtungsgegenstände, die nicht von den neuen Mods sind. Den Tisch hatten wir ja gemacht. Das sind einfach nur die Pflanzkübel mit diesen Beerenbüschen. Ansonsten habe ich von Ars Nouveau nichts ohne euer Beisein gemacht. Ich habe mir nichts weiter angeschaut. Also ihr kriegt das voll live mit. Jetzt muss ich schauen. Kriege ich hier, kann er nicht weg? Ich meine, wenn er. Hier könnte er runterfallen. Das stimmt. So, machen wir das erstmal so, so lange. Dann sollte er von hier. Nein, da kann er nicht drauf springen. Okay. Ich habe hier einen neuen kleinen Freund, von dem ich eben nicht weiß, ob er freundlich ist oder feindlich oder neutral und ob er despawnt oder nicht. Deshalb auch das Name Tag. Und den würde ich hier gerne rumlaufen lassen. Ich hätte ihn gerne immer hier auf der Etage. Aber da müsste ich überall Zäune aufstellen, damit er da nicht hinlaufen kann. Und das will ich halt dann auch wieder nicht. Also hoffe ich jetzt einfach, dass er sich beherrschen kann. So, ta 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 ta. Das war doch falsch. Das war doch falsch. Tatsächlich weiß ich nicht, wo ich es dann habe. Tatsächlich weiß ich nicht, wo ich es hin habe. Ich habe das. Wartet, 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 wartet. Ich glaube, ich habe das Ei hier drin im Drawer. Kann das sein? Ja, da ist ein Ei, oder? Das ist der kleine Freund. Ich hoffe, das ist der kleine Freund. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Okay, ja, hi. Der heißt Drück Mi, wie drück mich, drück Mi. Und du heißt jetzt Apprentice, weil du mein Lehrling bist. Oh, sieht der nicht süß aus? Oh, der sieht voll süß aus. Schau dich den kleinen süßen Kerl. Und der will irgendwas vom Snow Golem. Oh, was machst denn du mit dem Globus? Der will wirklich was von ihm, oder? Ne? Oh. So, genau. Und schon ist er weg. Deshalb habe ich damit Erde zugemacht. Wisst ihr, was ich hier machen könnte? Wisst ihr, was hier die Blöcke, die Portalblöcke aus Twilight Forest, die würden hier Sinn machen. Sodass da immer zu ist und wenn ich durch will, kann ich durchgehen. Ich meine, wenn er mit durchflutscht, flutscht er mit durch. Aber du bist so ein süßes Kerlchen. Jetzt habe ich mein Buch natürlich nicht hier. Das sollte ich eventuell hier lassen. Das muss ich eben holen. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe die Bücher nämlich hier, habe ich dekoriert und habe ich die Bücher hier reingemacht. Und ich glaube, es war das hier. Ich habe hier von Mystical Agriculture jetzt auch ein Buch gemacht und von
Twilight Forest Travelers Logbook. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht. Arrow Building Ent. Aha. Ich werde Twilight Forest. Passt auf, das kommt erstmal wieder rein. Ich werde, glaube ich, das habe ich im Stream schon überlegt, Twilight Forest, also nicht deinstallieren, sondern ich werde es zurücksetzen und dann werden wir das nochmal machen mit diesem Buch. Einfach, weil wir es können. So. Ihr beide, die Kette tut schon wieder Dinger. Das mit den Ketten ist echt doof. Das mit den Ketten ist echt doof. Ich war. Ja. Ist jetzt so. So. Oh, gibt es neue Dinge? Spell Mana. Spellbook. Wie mache ich ein Spellbook? Rituals, Magical Equipment, Annotated Codex. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich brauche ein Spell Parchment und Leder und wie. Aha. Aha. Spellbooks, genau, Spellbooks. Um Gottes Willen. Ich brauche ein Buch und dann von jedem Ding ein so ein Ding brauche ich da, Ding, Ding. Und dann brauche ich Obsidian, Quarz, Blaze Rod. Kann ich mir das merken? Obsidian, Quarz, Blaze Rod, Dia. Wir gehen mal die Dinge holen. Ich glaube, ich habe keine Eisenwerkzeuge mehr. Ich würde die jetzt einfach mal eben machen. Mein Stack raus, geht schneller. So, einmal sowas, einmal sowas, einmal sowas und einmal sowas. Dann waren das 1, 2, 3 Dias. Ein Buch brauche ich noch. 2 Quarz habe ich hier. Obsidian habe ich auch hier. Also ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das jetzt alles gleich zu machen. Wir schauen uns das Buch dann erstmal in Ruhe an. Leder hatte ich für irgendwas gebraucht, glaube ich. Ich nehme einfach mal gleich Leder mit, wenn ich schon mal hochgehe und die Sachen hole. 2 Blaze Rods waren das und dann habe ich schon wieder vergessen. Okay, das habe ich ja eigentlich alles. Nein, das Buch brauche ich noch. Ich glaube, ich nehme auch einen Stack Bücher mit. Ich glaube, ich werde da noch mehr Bücher brauchen als das eine. Einfach nur eine Idee. So. Da, ta, ta, ta. Oh, das ist offen. Okay, was? Invalid Spell? Ja. Okay, aber was mache ich denn jetzt damit? Okay, also ich kann irgendwie gerade nichts machen. Muss ich da erst irgendwelche Sprüche lernen? Ich wollte Leder mitnehmen. Ich nehme jetzt noch einen Stack Leder mit. Und dann gehen wir zurück in den Turm, damit ich gleich wieder hierher kommen muss. Ah ja. Also, ich würde jetzt das Buch einfach schon mal. Habe ich hier eine Werkbank? Ich habe hier keine Werkbank. Das ist ja mega schlau. Aber ich glaube, es gibt eine Werkbank davon, die dann halt. Arcane Core. Sieht mir nicht wie eine Werkbank aus. Die halt optisch dann hier auch dazu passt, meine ich. Und dann würde ich die machen, dann wird sie aber nein. Aber weißt du was? Ich habe hier meinen tollen Rucksack. So. Und dann. Dann habe ich schon wieder vergessen, wie es ging. Das ist shapeless. Und da muss jetzt einfach alles rein. Das muss rein, das muss rein. Das muss rein, das muss rein, das muss rein. Und ta-ta-ta-ta. Aber ich habe halt immer noch keinen Zauberspruch drin, deshalb kann ich hier nichts machen. Und diese Leiste hier finde ich ja ganz toll. Aber da weiß ich jetzt gerade auch nicht, was ich damit machen soll. Jetzt kann ich. Sollen wir es gleich durchziehen? Nee, das kann ich noch nicht machen, aber ich könnte. Ich meine, ich habe alles. Nee. Ich bin. Ich bin schon wieder. Was weiß ich. New Glyphs. Schauen wir uns das mal an.
Scribes Table. Das. Ach nee, Shift war das. Entschuldigung, Shift war das. Hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Hat mich hier wieder zurückgesetzt. Okay, wo... Getting started. Jetzt lesen wir da mal weiter. Spellcasting. Ah, oh, es ist so viel zu lesen. Mal schauen, ob da noch was kommt. Ja, genau, das habe ich gemacht. Okay. Dann Obtaining Source Dingenskirchen. Und das ist... Achso, den habe ich gemacht. Damit habe ich Amethyst gefunden. So, dann geht's hier... Moment. Source. Agronomic Source Link. Source Link generates source from nearby crop and tree growth. Okay, Bonus Mana is generated from magical plants such as mage blooms. Also die Sache ist, dass ich doch eigentlich erstmal schauen sollte, dass ich diese Gems machen kann. Ich meine, ich habe welche gesammelt. Ich habe welche da, aber eigentlich sollte ich die doch zuerst machen. Also. World Generation. Imbued Chamber. Ich würde sagen, wir machen das hier mal. Ich verstehe noch nicht, was ich hier sehe. Aber wir machen die mal. Das war... ich habe hier was vorbereitet. Ich habe aber das Holz. Das Holz habe ich hier. Ich brauche hier eine Werkbank. Ich sehe es schon. Ich habe hier ein bisschen was schon mal her, damit ich nicht die ganze Zeit laufen muss. So, das ging jetzt so und so und so und so, ne? So, okay. Wo stellen wir das auf? Das stellen wir jetzt einfach mal hier daneben. Ah, sieht das hübsch aus. Okay, und was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt muss ich... Obtaining Source Gems. Nein, 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 nein. Irgendwo hatte ich das doch schon. Nee, da, hier war... Hier, hier. So. Und jetzt packe ich Amethysts rein und bekomme dann das raus. Ich schau mal, ich glaube, ich habe nicht so viel Amethyst, aber ich habe auf jeden Fall viel Lapis. Weil ich das ja auch anbauen kann. Ich denke, ich habe viel Lapis. Ah, geht. So. Und dann packe ich das da rein. Ich weiß nicht, ob das dann länger dauert oder ob das sofort geht. Es hat ja kein Inventar, dieses Ding. Okay. Crafting Source Gem at Source nearby to increase craft speed. Mhm. Okay. Okay. Wir lassen das mal arbeiten. Wir lassen das jetzt mal. Nein. Das kommt auch. So. Wir lassen das mal arbeiten. Und dann in der Zwischenzeit, was war das mit der Source? Nee. Trinkets. Char of Light. Nee, dazu, das muss ich ja irgendwo machen. Enchanting Apparatus. Okay. Apparatus Crafting. Enchanting Apparatus. Pedestal. Core. Oh, habe ich hier genug Platz? Ich glaube, das ist schon mal etwas, was dann gleich mal oben rein darf. Okay, ich brauche Arcane Stone. Ich brauche viele hiervon. Okay. Wow. Das... Kann ich da mehr reinpacken? Nee, kann ich nicht. Das wird hier dauern. Wir halten fest, das wird hier dauern. Also entweder mache ich davon mehrere oder... Nein, ich kann es beschleunigen, hieß es. Moment, das hieß doch im Chat, ich kann es beschleunigen. Steht jetzt nicht mehr da. Aber da stand, ich kann das mit diesen Source-Dingenskirchen beschleunigen. Dann schaue ich mir das doch eben an. Source-Char.
Okay, ich glaube, es ist sinnvoll, das zu craften, um quasi die Magie irgendwie zu channeln. Und schon wieder vergessen, wie es geht. Zwei von denen, zwei Gold, ein. Schau, deshalb habe ich nämlich eins. Das habe ich nämlich irgendwo gesehen, dass ich sofort, deshalb habe ich da eins mitgenommen. Da, ich habe ein bisschen was. Okay. Oh, ah. So, jetzt schauen wir mal, ob ich mich dran erinnere, wie das ging. So und so und so, denn okay. Und das würde ich, dadurch, dass das durchs Wachsen was erhält, würde ich das hier hinstellen. Und dann sollte das doch so sein, wenn jetzt hier die Pflanzen wachsen, dass da dann was passiert. Oder brauche ich noch diesen Topf da, die Soul Jar. Mein Soul Jar kann ich auch gleich machen, wenn ich schon dabei bin. So. Da brauche ich jetzt Glas. Habe ich auch da. Bin ja ein schlaues Mädchen. So ging es nicht. Ich habe schon wieder vergessen. Dann machen. Wisst ihr was? Es reicht ja gerade für zwei. Dann machen wir auch gleich zwei. So. Und die stellen wir dann hier hin und hier hin. Und dann habe ich absolut keine Ahnung, wie das funktioniert. Wisst ihr das? Ich meine, da steht es halt gut. Da steht es jetzt erstmal gut. So. Dann. Add source nearby to increase craft speed. Moment, Moment. Ich stelle jetzt hier dazu. Und wir schauen, ob das was bringt. Und wenn es nichts bringt, bringt es halt einfach nichts. Aber wenn es was bringt, dann bringt es halt was. View Entry. Meeting Crops will not grant source. Okay, ich meine, so wie sich das anhört, wäre das dann sinnvoll, in meinem Keller oder im Gewächshaus aufzustellen. Upgrades. Spellbooks. Nee. Source. Apparatus Crafting. Enchanting Apparatus. Ah, da brauche ich, genau, da brauche ich die Steine. Ihr zwei, ihr habt euch echt lieb, ne? Da habe ich auch was vorbereitet. So. Und wie ging das jetzt? Ich werde wahrscheinlich alles brauchen, oder, Mascha? Und Enchanting Apparatus. Es erinnert mich so ganz leicht an Thaumcraft, muss ich jetzt schon mal sagen. Ich glaube, ich mache noch mal ein paar mehr. Es sieht so aus, als würde ich von denen viele, viele brauchen. So, und dann habe ich hiervon was gebraucht. Da werde ich wahrscheinlich nur eins rauskriegen. Ja, dann machen wir hier gleich wenigstens vier. Und dann zwei Gold und Dia und vier Eisen. Zwei Gold, ein Dia. Jetzt werde ich sagen, ha, du hast kein Eisen. Hab ich wohl. Aber ich habe schon wieder vergessen, wie es geht. okay. So und so und so und so. X. Und das andere war dann. Aha. Okay. Habe ich hier genug Platz? Das werden wir jetzt herausfinden. Wenn ich das Äußerste hier.
Hör doch auf zu stöhnen. Wenn ich das hier hin mache, 1, 2, 3, dann sollte hier, nee, dann sollte hier das hinkommen und das hier da drauf. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oder? Sieht richtig aus und es hat hier den Platz, den es braucht. Leute, Leute. Okay. So. Dann hätte ich das. Okay. Den haben wir. Starting Automation. Wetter Casting. Enchanting Apparatus. Haben wir gerade gemacht. Wieder gut. Also hier, doch, da, oder? Ja genau, da sammelt sich jetzt tatsächlich was an. Ich meine, 0% sind 0%, aber wird das jetzt auch gleich aufgebraucht? Geht das dann weg? Fragen über Fragen. Leute, lieb sein. Den kann ich jetzt auch noch eben vercraften. Und dann würde ich noch mal ein paar Pedestals machen. Ah, zwei würden fehlen. Dann hätte ich 8. Das packe ich dann hier hin und hier hin und hier hin. Und dann kommt hier noch einer hin. Und dann habe ich doch ziemlich viele von diesen Dingern. Sieht cool aus. Und das erinnert mich sehr an Thaumcraft. Okay. Das lasse ich dann hier. Die Sachen lasse ich auch mal hier. Das lasse ich auch hier. Und das brauche ich noch. Dann schauen wir mal weiter. Lava Lily. Lava Lily. Mage Bloom. Irgendein Samen. Mage Bloom. Das sind doch keine Mage Blooms, das ist irgendwas anderes, oder? Sorcery. Ja, Mage Blooms brauchen wir dann auch. Dann würde ich. Aber wo packe ich die denn hin? Ist schon kein Platz mehr. Ist schon kein Platz mehr. Ich hol eben zwei Kübel, so diese Pflanzkübel. Ich weiß halt nicht, wie viel ich davon wirklich brauche, von den Mage Blooms. Also die einen werden sagen, ja, da brauchst du eine ganze Plantage. Die anderen sagen, ja, wenn du einen Kübel hast, dann passt das auch. Niemals macht das verkehrt. Machen wir die auch weiß oder machen wir die lila? Ich glaube, wir machen die auch weiß, nachdem alles andere schon so lila ist. Das Grün ist doch ein bisschen saftiger jetzt, ne? Ich habe einen Hansel übrigens verloren. Ich habe nur noch Hansel 1 und Hansel 2 und der dritte Hansel ist weg. Hansel 4 ist weg. Was will ich eigentlich hier? Ich will hier oben gar nichts. Ich will da unten rein. Tut, tut, tut. Wie viele habe ich denn hier noch? Ein paar habe ich noch. So. Und dann brauche ich zwei Samen. So schaut's aus. Und ich, oh Gott, ich brauche von diesen Gems, von diesen lilanen so viele. Aha, da schaut, da ist die große Terry drin. Hallo. Hi. Die kann hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. So, nochmal schauen. Enchanting Apparatus. Dann brauche ich davon 8. Oh, ich brauche von denen so viel. Ich hab gar nicht so viel. Jetzt habe ich 6, 7, 8. Ja, genau. Und hier ist immer noch 0. Und hier ist auch 0. Ich weiß noch nicht, wie das wirklich funktioniert. Und ich weiß auch nicht, das wird bis 100 hochzählen, bis 50 hochzählen. Wo stelle ich die denn jetzt hin?
nicht so einfach. Stelle ich in die so lange hin, die Pflanzen? Stelle ich hier eins hin und hier eins hin? Ja, das muss bis 100. Was war das? Mister! Ja. Du kommst dann nicht mehr weg, oder? Doch. Nee, du kommst dann. Bekommen sie nicht genug Aufmerksamkeit? Warum sind das hier. Ja, kommt weg. Warum sind das hier zwei Ketten? Warum tut ihr sowas? Warum müsst ihr mich immer ärgern? So. 7. Ich pack schon mal einen. Eins kann ich ja schon mal machen, genau. Ich weiß nicht, ob ich dafür noch Magie brauche. Ich weiß halt einfach gar nichts. Also, wir halten fest, dass ich keine Ahnung habe. So, und dann die hier rein. So. Und das reicht? Das scheint zu reichen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte natürlich die Animation zeigen. Puff. Puff. Yeah. Dann kann ich die hier eigentlich auch schon reinpacken. So und so und so. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal in aller Ruhe an. Also nicht in aller Ruhe, weil die so laut sind, aber in aller Ruhe mit... ich zeige jetzt einfach so. Oh, aha. Da sind wir gleich durch. Dann schauen wir mal, ob es dafür auch... Ich meine, das ist ja... Yay! Puff! Ah, sehr schön. Sehr, sehr cool. So, jetzt schauen wir uns das in aller Ruhe nochmal an. Zack. Die Regenbogenpartikel, dass das hier so bunt ist, das glitzert so schön. Das ist toll. Zack. Und in aller Ruhe geht halt nicht, wenn die da oben immer rumächzen und stöhnen, aber gut. Und dass man das hier reinpflanzen kann, finde ich richtig cool. So, jetzt hätten wir das. Die können da jetzt mal in Ruhe wachsen. Ich weiß noch gar nicht, wozu die gut sind, aber gut. Achso, hier. Mage Light Source. Nee, da warten wir kurz. So, ich glaube, dass ich nämlich Gold Nuggets eh noch brauche für irgendwas. So. Okay. Das kann ich jetzt irgendwo dran packen. Aha. Hey, das sieht echt hübsch aus. Das sieht richtig schick aus. Ich hatte irgendwo, glaube ich, schon... Hier habe ich schon einen aufgehängt. Der kommt dann hoch oder runter und... Oh, das sieht richtig edel aus. So, was kann ich damit jetzt machen? A decorative light to ignite. Cast light on the source. Color of the flame... Okay, wie kann ich da jetzt Licht drauf zaubern? What? Wild Walkers? Aha. Okay. Cool. Mit den Herrn kenne ich schon. Den Herrn kenne ich noch nicht. Cold Biomes. Mhm. Ach, und der lässt dann diese komischen Dinger da fallen. Ich verstehe. Und what? Summon with a ritual of wild tribute. The Chimera is a powerful and destructive mid-level boss. Okay. Ja, müssen wir dann wohl irgendwann mal machen. Light Spell. Hier haben wir die Spells. Mal schauen, ob wir hier Light finden. Ignite? Ist es Ignite? Ich meine, also anzünden und an... Also... Self? Aha. Okay, a touch. Aquatic Bound Break. Craft Cut Delay. Aha. Die Spell? Mhm. Evaporous Freeze Harvest. Ignite schauen wir uns mal an. So, Fire for Short Time. Sensitive Will. Stop. Spell from Igniting Block.
Flint, 3 Kohle. Am Scribers Table, aber kann ich den so anwählen? Ich kann den ja. Hä? Okay, ich glaube, ich muss erstmal verstehen, wie ich den Tisch benutze. Mit Machines? Wo ist der Table? Ist keiner? Da ist der. Okay, to craft. Hamsner. You also read. Moment. Moment, jetzt nochmal. Use a spellbook on the table to open the codex. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, da habe ich noch viel vor mir. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe es schon wieder ganz vergessen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte eigentlich. News. Join the community. Support. Familias? Moment. Bookworm. Ach, hör mir auf, ist das cool. Reduce the cost of all spell cast and increases any spell damage by one obtained by performing the ritual. Okay. Da, drück mich! Will increase the damage of earth spells by two and has a chance to increase the amount of looting when. Siehst du, dass ich das mache? Ja. Entschuldigung, ich das mit dem Schubsen kann ich ja gar nicht. Okay, es gibt noch mehr Moment. Da den grünen, den ich zu Squidgy reingepackt habe. Ja. Starbuckle. Oh, wie süß. using a golden nugget on a Starbuckle. Also nicht Carbuncle, sondern Starbuckle. Will consume it and grant the owner a short duration of scrying for gold ores. By performing them. Und dann haben wir noch Wixi. Wixi, das ist ein Zwischending aus Witch und Pixie. Obtained by performing the ritual of binding Nero Wixi. Okay. Okay. Okay, oh mein Gottes Willen, das ist so viel. Es ist so viel. Ich wollte das hier eigentlich jetzt anzünden, aber ich glaube, das kann ich noch nicht. Ich glaube, das kann ich noch nicht. Ich bin gerade etwas überwältigt von den ganzen neuen Sachen. Potion Jar. Wir schauen uns die Potion Jar an. Was macht die? A jar that stores up to 100 potions. Ich meine, das ist nicht schlecht, wenn man einen Haufen Potions hat und man packt es da dann rein. Da ist, glaube ich, sogar ein Drawer schlechter. Potion Autocrafting von Vix. Okay. Scry Crystal, Scry's Oculus. Warport. Ich meine, wir können uns die Warportals mal anschauen, aber das werden wir ja nicht tun. Weil wir die Waystones haben und brauchen wir nicht auch noch ein Warportal. Würde ich jetzt sagen. Was haben wir hier noch? Source, Tier 3 ist ein bisschen weit. Automation, Tier 2. Magical Equipment, da. Oh ja, da. Ja. Ja, da schauen wir mal rein. Moment. Das so weit wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zurück. So. Was Spellbook, Ring of Greater Discount. Ah, das hatte ich mir schon angeschaut. Vorher, an Codex. Runic Chalk.
die Sachen, die muss ich mir erst noch anschauen, das weiß ich noch nicht. Ring of Lesser Discovered. Achso, das, ja. Reactive. Items with reactive have a chance to cast spells when swung. The spell on the spell parchment determines the spell that will be inscribed on the item. Aha. Aha. Interessant. Potion Flask. Da kann ich 8 Potions reinpacken. Das ist natürlich sehr nice. Aber da brauche ich wieder das hier. Magical Armor. Kann ich auch noch nicht machen. Was sagen eigentlich die hier? Ich glaube nicht, dass das schon. Nee, die sagen gar nichts. 1%. Ja. Es scheint langsam voranzugehen. Wozu ich die Beeren wirklich brauche, weiß ich noch nicht. So. Okay. Focus of Summoning. Focus of Block Shaping. Enchanter Sword. Can be inscribed with a spell at the scribe's table. Applies a touch spell before damaging any entity. Oh. Ich bin wirklich sehr, sehr überwältigt. Lass uns mal etwas machen wie Bell of Levitation. Mana Boost. Casting Wand? Dann kann ich. Da, ich weiß halt nicht, wie man das macht. Mal schauen. Vielleicht finde ich hier noch was anderes. Source. Enchanting. How to enchant. Add new enchantments or upgrades. Add its items to the pedestals. Place a jar of mana nearby. Jar of mana. What? Okay, ich kann die ganzen Sachen jetzt so drauf zaubern. Das ist natürlich eine tolle Sache. Weil ich dann nicht mehr auf die Villager angewiesen bin, theoretisch. Wenn es gar nicht anders geht. Okay. Und hier. So, das sind alles. Moment, das sind alles. Ist hier Ignite dabei? Nee. Ignite. Ist ein Tier 1. Scriber's Table. Ich kapiere noch nicht ganz. Break the harm. Ignite kann ich aber noch nicht machen, wie es aussieht. Dazu muss ich wahrscheinlich erstmal die machen. Da brauche ich die. Moment, da brauche ich die Sense. Und wie kriege ich dann. Wie, hä? Ich brauche hier diese. Hä? Okay, also ich verstehe es so, dass ich hier jetzt Ignite raussuchen müsste. Touch. Apply spells at the block or entity that is targeted. Nee. Ne? Komm schon. Ignite. Hier. Ach, und okay, und das muss ich jetzt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich es verstanden habe. Kann ich das eventuell auch so machen? Ganz offensichtlich, ich meine, ich kann hier gar nichts anzünden, was? Okay. Ich brauche Flint and Steel und 3 Kohle, die hole ich mal. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig verstehe. Flint habe ich wahrscheinlich Rubin. Schuh, schuh. Ja.
So, und das muss ich jetzt an dem Tisch machen zum Auswählen, oder wie ist das? Und das kann ich in mein Buch reinpacken und mit dem Buch kann ich dann irgendwo drauf zaubern? So. Ich kann hier nicht blättern, oder? Oder konnte ich das gar nicht auswählen? Finde ich das jetzt so? Das Ignite. Wo kann ich denn hier blättern? Hier? Nee. Hier auch nicht. Also das habe ich ja alles, aber ich kann. Was habe ich getan? So, und dann kann ich das so machen. Nö. Ich habe es auch noch drin. Was ich. Ich meine, das ist ausgegraut. Ich kann es auch nicht wirklich selektieren. Habe ich es jetzt selected? Jetzt ist es. Oh, okay. Ja, jetzt ist es drin. Und jetzt mache ich was? Toss remaining items on the table. So? So? Was muss ich denn jetzt noch machen? Wie komme ich denn an mein Buch wieder ran? Oh, okay. Ja, ich. Was muss ich denn jetzt machen? Wie. Ich. Also dann. Amount of setup resources and base building. Space can be learned by obtaining glyphs. Glyphs are created using the scriber's table with experience and items. Once you have obtained a glyph, simply use it to memorize the glyph. See the selection on the scriber's table for more information. Ja, aber. Ja. In meinem Kopf würde es jetzt Sinn machen, wenn ich Papier hätte. Also hole ich mir eben Papier. Alles nicht so einfach, wie ihr seht. Wirklich viel haben wir ja auch noch nicht geschafft. Ich glaube, ich sollte von den Dingern einfach mehrere aufstellen. So, Papier. Verstehe es doch nicht. Du möchtest noch etwas. Oder kann ich es einfach nicht machen? Soll ich zuerst die anderen machen? Kann ich die Sachen hier wieder rauszupfen? Okay, wir machen etwas, was geht, wie zum Beispiel etwas ganz Einfaches, einen Button. Wir holen uns jetzt einen Knopf und dann probieren wir das aus und, also vielleicht muss ich halt einfach erstmal die einfachen Sachen lernen, bevor sie mich an die schwierigen ranlassen. Das würde ja Sinn machen. Habe ich irgendwo zufällig was übrig? Ich glaube, ein Knopf reicht. So. So. Ich habe den Knopf wieder. Irgendetwas passiert. Ich meine, jetzt ist da der Knopf angezeigt und jetzt muss ich den hier. Ah, oh. Ah.
Okay, und was mache ich jetzt damit? Kann ich den da einfügen? Kann ich den... Okay, und jetzt habe ich hier Touch. Okay, dann haben wir hier noch eine Eisenspitzhacke und hier... Okay, Pfeil und Table und... Okay. Dann hole ich die Sachen halt noch und lerne die auch. Ich hab... Wie wähle ich denn etwas aus? Das leuchtet mir halt noch nicht ein. Wie wähle ich denn jetzt etwas aus, was ich gelernt habe? Ich brauche eine Druckplatte. Habe ich dazu? Ich glaube nicht, dass ich da zufällig eine habe. Jetzt habe ich zufällig eine. Und dann würde ich hier mal eben wieder auffüllen. Und dann war das eine Spitzhacke, was ich für das eine brauchte, und eine Brustplatte, was ich für das andere brauchte. So. So und so. Und dann brauche ich noch einen Pfeil. Pfeil war das und diesen Fletcher-Table, wie auch immer. Habe ich hier zufällig Pfeile? Ich habe hier wahrscheinlich keine Pfeile. Die sind oben. Wie macht man den? Ich glaube mit Federn. Meine Güte, ich komme mir gerade vor wie der allererste Noob. Der allererste. Habe ich da jetzt eigentlich, ich habe gar kein Papier gebraucht, ne? Ein Pfeil, zwei davon. Moment, ich packe eben das Zuckerrohr weg. Brauche ich ja jetzt ganz offensichtlich nicht mehr. Habe ich hier schon Werkbänke zufällig da? Ich sehe nichts, weil das hier schon wieder eine Grabbelkiste ist ohne Ende. Aha, genau so sehe ich das auch. Dann packen wir den rein und der andere darf dann nämlich drüben bleiben, nachdem ich den ja brauchen werde, ganz offensichtlich. Gut. Ah, der zuzelt sich das schon raus, jetzt sind nämlich nur noch 0% da. Okay. Wo ist denn der kleine Kerl hin? Hi. So. Dann habe ich das auch. Select. Und was muss ich dann machen? Was hatte ich beim letzten Mal gemacht, dass das ging? Hatte ich doch was hingelegt? Ich weiß es nicht mehr. Was hatte ich nochmal beim letzten Mal gemacht? Wie hatte ich das denn jetzt gerade nochmal gemacht? Select. Ich meine, irgendwas tue ich ja ganz offensichtlich. Oder fehlen mir da die Level dafür? Ich hole mir mal mehr Level. Vielleicht fehlen da einfach die Level dafür. Ich weiß es doch nicht. So, mit 30 Leveln geht ein normaler Zauber. Dann schauen wir mal, ob der dann da auch geht. Also es ist jetzt halt... Ihr seht, wenn man keine Ahnung hat, dann muss man halt ein bisschen rumraten. Toss remaining items. Aber was ist denn ein remaining item gerade? Was fehlt denn noch? Die Sachen, die ich brauche, sind doch jetzt drauf. Ach so, ja, okay. Ich muss die jetzt draufwerfen. Einmal, zweimal jetzt. Okay. Okay. Ich glaube, ich... Ich denke, ich hab's jetzt. Ich glaube, ich hab's jetzt. Dann sollte das hier ja dann auch gehen. Oder? Select. Und dann muss ich das hier drauf werfen. Und 1, 2, 3. Jo.
Okay, ich glaube, ich kapiere es jetzt. So. Unlock. Moment. Das habe ich jetzt unlocked? Aber. Hä? Wie konnte ich. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum das. Moment, und jetzt muss ich es nochmal machen? Ach nein, das sind die, die ich schon kannte und deshalb. Okay. Okay. Ich dachte, ich muss mir diese Glyphs craften, um die benutzen zu können, aber die werden mir hier nur angezeigt, weil ich die schon kenne. Und das, was ausgegraut war, das habe ich jetzt gerade gelernt. Den kannte ich noch nicht und deshalb ist der Glyph verschwunden, weil ich den dadurch gelernt habe. Okay, und wie wähle ich das jetzt aus? Ich würde gerne etwas. Moment, es ist ja Nacht. Ich kann sicher mit Ignite wenigstens ein Monster. Anzünden. Nicht unbedingt, dass das gerade schießt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das mit meinem Buch mache oder ob ich da nicht noch einen Zauberstab brauche. Es wird hier ja gerade nicht gesagt. So, wo haben wir denn einen Zombie? Irgendeinen wehrlosen Zombie, bitte? Ja, was bist du denn? Wo kommst du denn hierher und warum? Okay, also mit dem Buch kann ich es nicht. Denke ich mal, weil es mit dem Buch jetzt einfach nie irgendwas gebraucht. Ich meine, da steht Invalid Spell. Was heißt das? Was sagt mir das? Dass der Spruch, den ich machen will, dass das nicht funktioniert. Ach was, es funktioniert nicht. Erzähl mir doch was Neues. Ich muss euch eben was erzählen, weil das jetzt gerade so schön neu ist und ich mich ausprobieren muss. Und später werde ich mir denken, dass ich da so ewig gebraucht habe, um das zu verstehen. Das ist ja peinlich. Aber wie gesagt, ich habe mir das nie angeschaut. Das ist alles komplett neu. Ich habe gar keine Ahnung. Und ich habe Superliminal gespielt, auch komplett neu. Und ich glaube, ich hatte das doch schon erzählt. Jedenfalls, das ist schon eine tolle Sache, wenn man etwas so komplett neu lernt und entdeckt. Okay. Okay, das hilft mir jetzt tatsächlich gerade nicht weiter. Ne, halt, ich wollte ich nicht. Kann ich noch irgendwas hier machen? Was ist das hier? Dampen. Decreases the power of most spells. Decreases the mana cost slightly, but never below. Aha. Die Sache ist. So, ist das jetzt in meinem Buch drin? Wie kann ich denn den Zauber sprechen? Ich denke, dass ich eine Wand brauche. Moment. Casting Wand. Was haben wir? Dominion Wand. Pixie Wand. Okay. Das hatten wir schon. Starting Automation. Das ist halt, da bin ich einfach noch nicht so weit. Rituals. Enchant, nee. Magical Equipment. Casting Wand. Okay, wie komme ich denn Air Essence? Wie komme ich da dran? Also da steht dann immer Shift-Rechtsklick, aber wenn ich Shift-Rechtsklick mache, komme ich hier hin und dann weiß ich wieder nicht, wo ich hin muss. Source. Schauen wir uns das nochmal an. Source. Char. Economic. Das sieht alles nicht so aus wie das, was ich brauche. Da war ich gerade drin, ne? Boah, ich bin so durch, Leute. Ich bin so durch.
Moment. Es müsste ja dann ein Light Dings geben. Lightning, Glyph of Conjure, Table of Light. Ich habe da halt kein Light gesehen. Das Glyph of. Das ist Lightning, also Blitz. Gott, das ist es doch eigentlich, oder? Moment, das ist die. Moment, Moment. Das kann man doch sicher hier schon mal schauen, ob wir das finden. Das ist Firework. Firework. Cold Snap, okay. Ich habe hier nirgendwo eine Sonne. Ist das 3? Nein, das kann nicht 3 sein. Es muss 1 sein. Wo haben wir das hier? Light. Hier, Light. Mensch, ich brauche eine Torch und eine Lantern. Naja, kommt jetzt. Das machen wir noch. Damit beenden wir die Folge, wenn wir hier versuchen, etwas anzuzünden. Wir versuchen, etwas anzuzünden. So. Ja, da hinten halt schon. Oh, mit dem Buch muss ich aufpassen. Da werde ich hier meine Welt noch zerstören, wenn ich nicht aufpasse. So. Light. Select. Einmal, zweimal. Ich komm langsam dahinter, wie es geht. So. Und dann nehme ich das. Dann mache ich hier einen Rechtsklick und dann habe ich es gelernt. Und dann kann ich es halt immer noch nicht sprechen. Was denn? Wie? Ich. Wie? Wie kann ich denn den Zauber jetzt sprechen? Jetzt gehen wir mal ganz zurück. Spellcasting. Also Mana haben wir ja. Obtaining Source Gems. Brauche ich da. Brauche ich so. Aber ich habe so einen Gem im Inventar. Spellcasting, okay. To gain new in obtain a spellbook. Habe ich. Learn to create, store and cast spells using mana. Habe ich. More complex spells. To craft your first spell. Form glyph. Habe ich. Effect. Hä? What the spell will do and they will resolve in the order they are placed in the book. At the target or location. Aber wie packe ich denn? Ich habe doch gerade versucht, oder vorhin versucht, diesen Glyph ins Buch reinzupacken, was ja nicht ging. Ich verstehe das nicht. Augment can be used to modify the way an effect may be placed after an effect. Ja, aber wo? Wo? Wo packe ich es denn rein? Ich verstehe das. Ich verstehe es nicht. Wo packe ich es denn rein? Ich kapiere es nicht. Ich muss das in eine bestimmte Reihenfolge bringen. Was? Wie? Wo? So? Nee. Ja, ich bin sehr. Wie? Ich kapiere es halt nicht, weil ich zu dumm bin. Open Spellbook C, okay. Aha. So. Create. Fertig? Reicht das so? The spell does not start with a form glyph. Ey!
weiß ich jetzt, dass ich hier was machen muss. Okay, Open Spellbook, Quick Select. Okay. Ich brauche eine Form, that the a Form Glyph must always be there first. Form. Nee, das ist Forge und nicht Form. Wie? Okay. Für alle, die das schon kennen, die werden sich hier wahrscheinlich sonst was ablachen. Amethyst Golem Char, alles klar. Was ist denn eine Formglyph? Glyphs. Hier ist ja kein, es gibt ja kein Glyph, das Form heißt. Also, was ist ein Formglyph? Okay, also zuerst die Form, dann würde der Effekt reinkommen. Das wäre in diesem Fall Light, Mage Light. Das Augment wäre dann eine Modifizierung. Das brauche ich ja nicht unbedingt. Hier gibt es halt auch keine Suchenfunktion, oder? History. Ich verstehe es nicht. Was ist denn? Wie? Was? Form? Ja, was? Wie? Was ist denn das? Tier 1. Shift. Steht da irgendwas von Form? Ich meine, ist das? Das ist eine Essenz, um das Modi zu modifizieren. Das will ich ja gar nicht. Ich will einfach nur das hier machen. Da steht halt nichts davon, was das ist. Also das ist ja Effekt. Da steht aber nicht, dass das ein Effektglyph ist. Also schätze ich mal, dass das mit der Form was anderes auf sich hat. Ich muss noch mal, Moment, ich muss noch mal reinschauen. Color Picker? Moment. Was genau ändere ich damit? Das wollte ich gar nicht. Okay. Na, komm jetzt zurück, so. Okay. Achso, hier steht ja Form. Okay, dann muss das weg. Touch, Light. Okay. Ich habe meinen ersten Zauber gesprochen. Yay! Moment, ich mache das hier nur gerade weg, wenn ich es wegmachen kann. Kann es nicht wegmachen. Ich hätte gerne die Auswahl weggemacht. Aber das kann ich wohl nicht. Ich habe hier noch die Chestplate und das brauche ich halt jetzt nicht mehr, weil das ja die Dinge sind,
Na. Egal. Moment, dann suche ich wenigstens was raus, was nett aussieht. Was da schwebt. Ich weiß nicht, wie ich das schwebende Zeug da wegmachen kann. So. Okay. Ich habe meinen ersten Zauber gesprochen. Ach, halt und. Ah, Moment, Moment, Moment. Und da könnte ich jetzt dann die Farbe einstellen. Ist das so? Dann würde ich es jetzt mal gar nicht grün machen und ein bisschen weniger rot. Hat es jetzt was geändert? Ich weiß. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen kühler geworden, oder? Ich glaube, ich muss es eben eindeutiger machen. Nein. Und zwar. Ach nee, ich hätte vielleicht auf Speichern gehen sollen. Ich mache es mal ein bisschen bläulicher. Ah. Ja. Und wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ah ja. Moment. Das hier kriege ich gar nicht weg. Aber das kriege ich wahrscheinlich durch Abbauen weg, oder? Okay. Ich packe das dann tatsächlich mal hier. Also, dass ich jetzt Funkelzeug hier machen kann, das ist ganz gefährlich. Ich möchte es sehr blau haben und tatsächlich relativ hell. So. Oder will ich es lieber grün haben? Ich lasse das jetzt mal so. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt gut soweit. Dann packe ich hier nochmal was rein. Und dann ist nämlich die Aufnahme eigentlich zu Ende für heute. Puh. Puh, sage ich nur. Puh. Jetzt haben wir doch einiges. Lasse ich das Buch hier? Ich lasse das Buch hier, weil das ja dann nur für hier ist zum Nachschauen. Die Sachen kann ich hier hochtragen. Mister, brauchen Sie ein bisschen Licht? Schauen Sie mal hier. So. So. Ist doch schön hier. Hi. Hallo, kleiner Freund. Oh, du bist so süß. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Es schneit immer noch. Wir haben Frühling. Warum schneit es denn immer noch? Was soll's? Ich guck mal eben. Es ist schon. Oh, es ist tatsächlich schon viel. Warum ist denn hier. Ich glaube, weil es hier so weit oben ist, schmilzt das hier erst im Mitte Frühling weg, weil die Höhe Einfluss hat auf die Temperaturschwere. Das heißt aber auch, dass wenn ich hier unten stehe, es mir nicht mehr kalt sein dürfte. Nicht mehr kalt sein dürfte. Du willst mich doch einfach nur ärgern. Okay, das Papier lasse ich, glaube ich, im Turm. Vielleicht brauche ich das ja doch noch irgendwann mal. So. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber tatsächlich werde ich das hier mal mitnehmen. Entschuldigung, das war keine Absicht. Ob das dann, das behält das, was drin ist, sehr schön. Das hier lasse ich dann nämlich doch erstmal hier stehen. So, und die Sachen würde ich in meinen Keller packen, wo die ganzen. Ich muss es ja gar nicht weit in den Keller packen. Ich denke mal, dass die hier, die Pflanzen, wahrscheinlich auch schon richtig viel ausmachen werden. Ob das reicht, wenn ich es hier einfach irgendwo hinstelle oder packe ich es doch runter? Ich packe es jetzt doch runter. Ich pack das jetzt erstmal hier hin und dann schauen wir weiter. Ich habe hier halt vorhin erst geerntet. Jetzt, oh, es ist aber eigentlich schon wieder ganz schön viel gewachsen. Ich habe jetzt die Felder echt schon viel, viel weiter gemacht. Aber
Ja, muss ich noch ganz viel fleißig sein. Und ich glaube, dass der Platz immer noch nicht reicht, um alles anzubauen. Das ist schon sehr frustrierend. Aber ich kann leider in die Richtung nicht mehr weitergehen, weil da dann Ende ist. Was ich aber machen kann, damit hier was wächst, ich kann hier eben noch ernten. Ich weiß, ich komme schon wieder vom Hundertsten ins Tausende und mache jetzt doch alle möglichen anderen Sachen. Ich weiß auch nicht, wie weit das reicht. Vielleicht reicht es gar nicht so weit. Brauche ich auch nicht so viel ernten. Ich glaube, du stand nicht dort, wie groß die Reichweite ist, oder? So. Und jetzt ist hier ganz viel, was wachsen kann und die Sachen können. Ah, jetzt ist gerade was rübergeploppt. Habt ihr es gesehen? Der sammelt die Energie von den wachsenden Pflanzen und ploppt die dann hier in die Jars rein. Okay. X. Okay. Eigentlich müsste ich das hier. Ich müsste die Sachen, die ich gerade unten aufgestellt habe, hier aufstellen und mich hier AFK stellen und hier die ganze Zeit ernten. Wo es so schnell wächst. Da müsste dann ja richtig viel zusammenkommen. Das müssen wir irgendwann mal testen, aber nicht jetzt. Jetzt ist nämlich Schluss. Ich habe nämlich schon wieder ganz gewaltig überzogen. Und in der nächsten Aufnahme machen wir hier weiter und erforschen weiterhin die Welt der Magie. Hoffentlich stelle ich mich da nicht ganz so blöd an wie gerade eben so. Ich kann das nicht. Ich habe den gelernt, aber ich kann den nicht anwenden. Was soll ich denn machen, damit ich den anwende? Was? Was für ein Formgriff. Ich verstehe das alles nicht. Ich verstehe das. Ich will das nicht. Ich wünsche euch jetzt einen ganz wunderschönen Tag. Ganz viel Spaß beim Minecraft-Spielen, wenn ihr auch spielt. Und bis zum nächsten Mal. Hast du gehört? Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss. Er sagt auch Tschüss. Bye, bye.